So, ihr Lieben, heute geht's weiter mit dem Teil 5 von meiner Motorüberholung. Ich versuche jetzt einfach weiterzumachen. Ich habe euch ja darauf angesprochen, wegen den Abonnentenzahlen und was YouTube da für ein Theater macht. Ja, viele von euch haben mich ja auch noch abonniert. Finde ich sehr nett. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und ja, ich mache jetzt einfach weiter mit meinen Videos. Alles andere wird sich dann zeigen. Und ich will euch da jetzt auch nicht hängen lassen, denn wenn das hier mal jemand nachgemacht hat und habt jetzt so einen halb zerlegten Motor, das ist ja dann auch nicht schön, wenn der Motor jetzt halb zerlegt da rumliegt. Und deswegen mache ich jetzt einfach weiter mit meinen Videos. Dann haben wir alle Spaß daran. Ihr habt was zu gucken und könnt es vielleicht nachmachen, wenn ihr möchtet. Und ich habe Spaß an meinen Videos. Ja, das ist jetzt hier ein ganz wichtiges Video. Eigentlich mit das Wichtigste, was zu tun ist und zu beachten ist bei der Motorüberholung. Weil ich zeige euch gleich, wie man das macht, dass man die Steuerzeiten richtig einstellt. Das ist eine ganz essentielle Sache und ganz, ganz wichtig, dass man sich da Mühe mitgibt. Schauen wir mal, zusammen kriegen wir das bestimmt hin. So schwierig ist es auch nicht. Das Gute ist, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch das hier schon mal vorher anzuschauen. Und wenn man sowas dann schon mal gesehen hat, dann ist das Ganze etwas einfacher, finde ich jedenfalls. Deswegen mache ich das Video hier für euch. Ich wünsche euch da viel Spaß und viel Erfolg, falls es einer nachmachen möchte. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an mit den neuen Sachen. Die ganzen Bilder, die ihr hier jetzt im Moment ja seht, das ist ja noch vom letzten Video. Das sind eben Steuerketten und die ganzen Geschichten. Die haben wir ja im vierten Teil schon bearbeitet. Die sind ja schon alle drin. Und jetzt geht es eben weiter, dass wir den Zylinderkopf auf den Motor setzen und wie gesagt die Kolben richtig einstellen und eben die Steuerzeiten. Hier sieht man jetzt also meinen Motorblock. Rechts habe ich die Steuerkette aufgehängt und hier sieht man die drei Zylinder. Der Zylinder, der am nächsten an der Steuerkette anliegt, das ist der sogenannte Zylinder Nummer 1. Danach links daneben ist Zylinder Nummer 2 und links ganz außen ist der Zylinder mit der Nummer 3. So, jetzt muss man also die Steuerzeiten richtig einstellen. Hierbei ist es jetzt relativ einfach. Man kann also einfach einen Zollstock nehmen und stellt den Zylinder Nummer 2 und Nummer 3 auf gleiche Höhe. Das heißt, die Kolben sind beide ganz unten und ja, haben genau das gleiche, den gleichen Abstand nach oben zur Motorblock-Oberkante. Man kann das hier auch sehen. Ich habe euch da ein paar Fotos gemacht. 5,1 cm ist das in diesem Fall bei diesem Motor. Und ja, wenn die beiden Zylinder 2 und 3 bzw. die Kolben 2 und 3 auf gleicher Höhe sind, unten sind, dann ist automatisch der Kolben Nummer 1 im Zylinder 1 ist dann automatisch auf OT, also auf dem oberen Totpunkt, heißt, höher kann der nicht. Wenn man jetzt also die Kurbelwelle weiterdreht, egal in welche Richtung, geht der Kolben in dem Zylinder Nummer 1 nur nach unten. So, und diesen OT-Punkt, da liest man ja immer wieder von, wenn man von der Motorüberholung spricht. Ja, jetzt könnt ihr euch eben vorstellen, was das denn ist. Hier sieht man jetzt also, dass ich auf dem Motorblock schon mal die neue Zylinderkopfdichtung aufgelegt habe. Somit ist der Motorblock also schon mal vorbereitet für die spätere Montage des Zylinderkopfes.
So, jetzt wird's ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir nämlich langsam dazu, dass man die Ventile richtig einstellt, beziehungsweise die Nockenwellenposition richtig einstellt. Ja, jetzt kommt der Ausdruck, die Bohrermethode kommt jetzt ins Spiel. Da liest man ja sehr viel im ganzen Internet drüber. Viele wissen nicht genau, was das jetzt sein soll. Ja, es geht hier drum, muss diese kleine Markierungsbohrung am Nockenwellenrad, muss die jetzt nach links auf die Seite oder gehört die auf die rechte Seite? Da wird ja viel drüber diskutiert und alles. Ich habe sehr viel recherchiert im gesamten Internet und bin zu dem Ergebnis gekommen, diese kleine Markierungsbohrung gehört auf die linke Seite. Ja, ich habe demnach auch so gearbeitet und das könnt ihr euch jetzt alles gleich anschauen. Ich denke mal, dann hat man wenigstens mal eine vernünftige Erklärung im Internet, dass man genau weiß, das funktioniert, weil bei mir funktioniert es bis heute. Mein Motor ist jetzt schon 1500 Kilometer gelaufen und er läuft wunderbar. Und ich habe eben nach dieser sogenannten Bohrermethode gearbeitet und habe danach den Zylinderkopf und die Ventile und die Nockenwelle eingestellt. Also, wenn jemand meint, er muss das nachmachen, ich kann nur behaupten, ich habe nach der Bohrermethode gearbeitet und diese funktioniert. Und ja, alles Weitere könnt ihr euch jetzt in den nächsten Minuten anschauen. Man sieht hier auch, dass jetzt die Ventile alle zu sind. Also da ist jetzt noch gar nichts eingestellt. Ich habe jetzt mal die Nockenwelle so eingestellt, wie sie sein muss, wenn man sie also eingebaut hat später, dass also alles auf OT eingestellt ist. Man sieht hier vorne das Nockenwellenrad, dieses Zahnrad, und daran ist ja unsere Bohrung, wo man den Bohrer dann mal reinstecken kann. Man steckt diesen Bohrer ja nur mal da rein, um die Nockenwelle einstellen zu können und um zu prüfen, ob das Nockenwellenrad in der richtigen Position ist. Man sieht also hier schon diese Prüfbohrung, diese Markierungsbohrung auf der linken Seite. Man kann also sehr gut sehen, dass wenn man ganz flach jetzt gleich über den Zylinderkopf drüber guckt, dann sieht man also, dass diese Markierungsbohrung im Nockenwellenrad komplett über diesem Zylinderkopfrand zu sehen sein muss. Das ist ja auch oft die Frage, muss die Bohrung halb zu sehen sein, darf sie gar nicht zu sehen sein oder muss sie ganz zu sehen sein? Wie ihr hier sehen könnt, muss diese Bohrung komplett auf der linken Seite zu sehen sein. Dann kann man auch diesen 5 mm Bohrerschaft dann spaßeshalber mal da reinstecken. Das machen wir aber gleich erst. So, hier sieht man jetzt, dass die Nocken vom ersten Zylinder beide waagerecht nach außen zeigen. Diese Nocken quasi. Das bedeutet, dass die Ventile vom ersten Zylinder beide zu sind. Wenn man das jetzt so macht, wie ich das jetzt euch gezeigt habe auf der Werkbank, dann muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht einzelne Ventile verbiegt, weil die Ventile gucken eben jetzt teilweise über den Zylinderkopf hinaus. Also stehen also über, nach unten hin. Wenn man dann also oben an der Nockenwelle dreht,
dann, wenn man Pech hat, verbiegt man sich dann die Ventile. Ich habe das ja hier nur mal für euch gemacht, um euch das mal zu zeigen. Dann könnt ihr wenigstens sehen, dass die Ventile am ersten Zylinder, die sind beide zu in dieser Stellung. Man sieht, am zweiten Zylinder ist das Einlassventil offen. Das Auslassventil ist zu, ist oben das kleinere. Am dritten Zylinder hier sieht man, da ist das Auslassventil offen und das Einlassventil ist zu. Aber man sieht eben, dass beim Zylinder 2 und 3 das Ventile offen stehen. Hier sieht man, dass die überstehen, halt über den Zylinderkopf drüber rausragen. Deswegen ist es wichtig, dass diese Steuerzeiten vernünftig eingestellt sind. Hier sieht man jetzt, dass ich den Zylinderkopf bereits auf den Motorblock aufgesetzt habe. Ich habe den Zylinderkopf nur mal mit ein, zwei Schrauben erstmal befestigt. Und man sieht jetzt hier auch, dass das Nockenwellenrad, das habe ich erst nochmal abmontieren müssen, damit ich dann die Steuerkette vernünftig einfädeln konnte, weil sonst wird das alles ein bisschen schwierig. Ganz wichtig ist hierbei zu beachten, dass der hintere Teil der Steuerkette, der im Moment von uns wegzeigt, dass dieser Teil der Steuerkette ganz stramm gezogen ist und nicht irgendwie durchhängt. Der vordere Teil der Steuerkette, der zu uns hierüber zeigt, wird ja durch den Kettenspanner stramm gezogen. Wenn wir da jetzt nicht drauf achten, dann hängt nachher die Kette an der falschen Stelle durch und die Steuerzeiten stimmen nicht. Also ganz wichtig darauf zu achten, der hintere Teil der Steuerkette muss ganz stramm gezogen sein. Hier kann man jetzt auch sehr schön sehen, dass das Nockenwellenrad nur in eine Position mit der Nockenwelle verbunden werden kann. Da kann man also im Grunde gar nichts falsch machen. Da ist so ein Arretierstift und das passt nur in einer Position zusammen. Jetzt zeige ich euch die Bohrermethode. Die Bohrermethode heißt eben Bohrermethode, weil man mit einem 5 mm Bohrer prüfen kann, ob die Steuerzeiten jetzt richtig eingestellt sind. Die folgenden Parameter sollten jetzt alle übereinstimmen. Der Bohrer muss ohne Probleme in die Prüfungsbohrung passen. Der Bohrer muss gleichzeitig auf der Planfläche vom Zylinderkopf aufliegen. Dann muss die Steuerkette stramm gezogen sein, wie ich das eben erklärt habe. Dann sollten noch die Nocken von dem ersten Zylinder beide oben waagerecht zu sehen sein und eingestellt sein. Ja, und wie gesagt, dass die Prüfungsbohrung auf der linken Seite komplett zu sehen ist, also über dem Zylinderkopf drüber guckt. Dann hat man alles richtig gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch zeige, wie ich meinen Motor überhole oder überholt habe. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal jetzt abonnieren würdet und gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dann bekomme ich von YouTube auch wieder meine Vorteile und ja, dann habe ich euch geholfen und es wäre schön, wenn ihr mir dann auch helfen würdet. Dann sind wir alle zufrieden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Smart.